Frau Kade, von der Punkerin zur Ministerin, soweit sind wir aber noch nicht. Denn Koalitionsverhandlungen können ja mitunter auch sehr schwierig werden mit den Grünen. Denn dass man einen sofortigen Ausstieg aus der Kohle möchte, das ist mit der CDU sicherlich schwer zu machen, oder? Ja, genau. Also das ist ja immer so der Hoffnungswert, dass man irgendwie dieses Wahlergebnis, was heute Abend kommen wird, irgendwie ummünzen kann in eine Koalition, die die AfD außen vor lässt und eigentlich ist dann gar nichts Schlimmes passiert. Die CDU koaliert mit der SPD weiterhin und nimmt die Grünen mit ins Boot. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Die Grünen sagen jetzt vor der Wahl doch, wir sind bereit, an diesem Bündnis mitzutun. Wir haben ja kein Interesse daran, dass die AfD möglicherweise in eine Situation kommt, die CDU zu tolerieren oder so in einer Minderheitsregierung. Also wir sind dabei, aber die wissen natürlich ganz genau, sie haben dann auch Drohpotenzial oder Druckmittel in der Hand, auf die dann Kretschmer und die SPD möglicherweise eingehen müssen. Und das sind natürlich ihre Kernthemen, Klimapolitik, Energiewende und so weiter. Und ich glaube, das ist ja auch der Push, den die Grünen jetzt in diesem ganzen Jahr erlebt haben durch Fridays for Future, durch diese Jugendbewegung und durch die dramatischen Entwicklungen, die wir ja auch alle sehen mit den Wäldern, nicht nur in Deutschland, auch in Brasilien und so weiter. Also das sind alles Themen und Ereignisse, die den Grünen politisch Auftrieb geben. Jetzt ist eben nur die Frage, wie können Sie das in Regierungshandeln umsetzen? Und die Grünen haben noch einen Kniff. Die wollen natürlich am liebsten, dass Kretschmer auch die Linken mit reinholt. Die sagen sich natürlich, in Brandenburg oder in Sachsen könnte die CDU oder auch mal mit der Linkspartei zusammen eine Koalition schmieden. Und das wäre natürlich, wenn die SPD zu schwach ist in Sachsen zum Beispiel, wäre für die Union natürlich fatal, weil das war ja immer auch ihr ganz klarer Frontgegner, Rote Sockenkampagne, wir erinnern uns daran. Und wenn die Grünen denen das aus der Hand schlagen können, dann steht die Union tatsächlich in ihren strategischen Optionen durchaus sozusagen eingeengt da. Also die Grünen haben da durchaus Druckmittel in. Das wird noch schwierig in Sachsen. Herr Professor Probst, die Grünen, Frau Kade hat es gerade gesagt, haben einen unglaublichen Boom und Hype bundesweit. Das Thema Klima und sonstige Themen spielen Ihnen da in den Händen. Auf der anderen Seite in Sachsen haben Sie eigentlich vergleichbar schwächere Werte. 11% sind die Umfragen jetzt. Wie kommt das? Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass Ostdeutschland ein viel schwierigeres Terrain ist als in Westdeutschland, wo es eine gewachsene grüne ökologische Infrastruktur gibt, vor allen Dingen in den großen Universitätsstädten, aber auch in ländlichen Regionen, wo es Auseinandersetzungen um Atomkraftwerke gegeben hat. Das alles hat es ja in der DDR nie gegeben. Die Grünen sind ja im Westdeutschland entstanden und Bündnis 90 war der kleine Partner von Anfang an, der auch so im Laufe der Geschichte der Grünen nach 1990 ein bisschen verschwunden ist vom Radar und jetzt aber wiederentdeckt wird. Es ist ja interessant, dass die Grünen jetzt immer davon sprechen, dass sie die Bündnispartei sind. Also sie wollen eigentlich nicht eine klassische Volkspartei sein. Obwohl bei den Umfragewerten könnte man das ja schon mal reklamieren, dass man so etwas wie eine neue Volkspartei ist. Nein, Bündnispartei ist der Ausdruck, den auch Herr Habeck immer benutzt. Und Bündnispartei heißt, man will nicht gegen die Gesellschaft, sondern mit der Gesellschaft Veränderungen durchsetzen. Und das in Bündnissen, auch möglicherweise dann mit unterschiedlichen Parteien. Und man ist ja sehr erfolgreich auf Landesebene. Es gibt 9 unterschiedliche Koalitionen, an denen die Grünen beteiligt sind. Das reicht von Jamaika bis zur Ampelkoalition. Rot-Grün gibt sowieso Schwarz-Grün, Grün-Schwarz. Also wir haben alles im Angebot. Und dieser Trend könnte sich jetzt auch fortsetzen in Ostdeutschland. Und zweistellig zu werden in Ostdeutschland wäre ja schon ein Erfolg. Großer Erfolg. Zwischen 1994 und 2004 waren die Grünen nicht mal im Landtag vertreten. Und danach hatten sie jedes Mal Wahlergebnisse um die 5%. Also sie würden ihr Wahlergebnis verdoppeln. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass in Osten inzwischen auch so ein grünes Milieu langsam erblüht. Es gibt dort durchaus auch, gerade in den großen Universitätsstädten, aber inzwischen auch in mittleren und kleineren Städten, junge Wähler vor allen Dingen oder Familien, die grüne Werte teilen und die auch entdeckt haben, dass das Klima, die Klimapolitik natürlich eine wichtige Rolle spielt. Das ist auch in Ostdeutschland der Fall. In Brandenburg leiden auch viele unter der Dürre, auch Landwirte. Und gerade mit Verbraucher- und Landwirtschaftspolitik, aber auch mit der Klimapolitik machen die Grünen Punkte. Zum Beispiel, wenn sie sagen, jetzt der Wechsel bei den Kohlerevieren, also sozusagen der Ausstieg aus der Kohleenergie, ist auch eine Chance für neue Entwicklungen in der Region.